Sieht in Ordnung aus. Ja, ich hoffe mal, das wird mir jetzt auch alles richtig angezeigt. In dem Fall geht's los. Heute sind wir mal ein bisschen in Warfarne unterwegs. Ich habe mir gedacht, bevor ich mit 7 Days to Die anfange, drehe ich mal hier ein paar Runden. Ich habe gestern mal wieder ein bisschen gespielt und ja, ein paar Runden kann man das spielen, dann macht's Spaß. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt genug Leute rumfliegen hier. Nicht damit, dass ich jetzt hier wieder 5 Minuten auf ein Spiel warten muss oder so, was normalerweise eigentlich nicht der Fall ist, weil man hier, wenn man die Server richtig einstellt, relativ gut vorankommt. Aber es kann schon mal sein, dass es jetzt hier ein Minütchen dauert. Ja, ich glaube, ich muss auch nicht viel zu dem Panzer, der da im Hintergrund ist, erklären, wa? Also es ist der geklaute KV von den Deutschen, den haben sie den Turm angepasst und die 75 mm, ach, da steht ja L48 eingebaut. Das Ding hat 105 mm Frontpanzerung, 80 mm Seitenpanzerung. Glaube ich. Ist zwar kackenlahm, aber wenn man damit klarkommt, dann echt super Panzer. Ist ein Premium-Panzer. Das heißt also, man muss ihn kaufen. Na dann, mal schauen. Nebenbei natürlich noch mein Lebenselixier, das ich jetzt hier immer noch so habe. Also wenn er mal ab und zu mal so ein Schlürfen hört, dann ist es das. So, nicht lange fackeln. Hoffentlich bin ich im. Natürlich nicht. Ach, Spiel ist vielleicht noch ein bisschen zu laut. Muss ich nach der Runde mal ein bisschen testen. So. Ich spiele nur im Simulator. Ja, entscheiden dann wieder Deutsch oder Englisch im Simulator-Modus. Ich sag's jetzt so. Und ich schalte auch komplett selber. Das heißt also, ich habe alle Steuerungen mehr oder weniger mit Maus und Tastatur hier zur Verfügung. Der hat schon 400 Punkte, ey. Ich muss also wirklich alles selber machen. Und das finde ich auch eigentlich im Grunde genommen besser so. Weil diese automatische Steuerung, die verkackt es einfach beim Drehen. So, als erstes versuche ich jetzt auf die südliche Flanke zu kommen. Den Strand. Schluck auf. Mag ich nämlich nicht so. Ich bin viel lieber unten in dem Valley, wie sagt man, in der Schlucht dort. Da, wo jetzt ganz, ganz unten im Süden auf J4 schon einer von uns steht. Oh, Alter. Ein Stück weiter und ich wäre ihm voll reingebrasselt. Ja, das Spawn-System ist halt noch nicht komplett bugfrei fehlerfrei generell halt. Das war gerade zum Beispiel wieder eine von diesen Situationen. Ja, wie in einem Felsenspawn. Aber ich glaube, die haben das ja jetzt mit der Kollisionsabfrage so eingestellt, dass man dann. Panzer. Da an der Stelle eigentlich keine Probleme bekommen sollte. Ich sehe schon wieder meinen Scheißkegel nicht hier. Ich sehe das denn? Da fährt er doch. Wie gesagt, ich habe gesehen, dass da einer ist, aber naja, ich wusste nicht, wo der Kegel ist. Das heißt, ich wusste nicht, ob ich schon drauf gucke oder nicht. Schneller Panther. Die kleinste Lenkbewegung dieses Teils hat sofort wieder nur 3 km/h. Oh. Feindlicher Panzer. Wenn ich ihn jetzt noch sehen würde. Da.
Ich muss dem Tiger helfen. Der fährt aber auch wie ein Idiot da um die Ecke. Du hast sowas wie Frontpanzerung und dein Panzer kann sich mit einer zweistelligen Gradzahl pro Sekunde drehen. Nutzt das doch einfach mal. Da war also schon mal sein Ladeschütze. Ging der nicht durch? Problem solved. Vroom, vroom. Ist ja ganz schön, dass das Teil 40 km/h fährt, aber der Motor klingt echt nicht so nice. Also da ist mir der Motor des Tigers doch wesentlich lieber. Nur der Tiger ist gerade kein Premium. Und ich möchte ganz gerne mal ein bisschen Geld zusammenscheffeln, damit ich mir dann später irgendwann mal die Ausbildung meiner Crew für meinen Tiger mit dem Henschel-Turm leisten kann. Daran? Ne, kann ich knicken. Das liegt nur daran, dass der Kommandant so hoch sitzt, dass ich den nicht sehen kann da. Jawohl, dann warte ich mal jetzt so, ne, bis das Captain vorbei ist. Mal schön den Blick darauf werfen, wo die Leute spawnen und wo sie rankommen auf der Minimap, aber ich denke mal nicht, dass jetzt hier großartig noch was passiert, wenn nur noch 3 Spieler im Spiel sind. Ja, das war eine schnelle Runde dann. Wenn ich wüsste, dass es sich lohnt, den Typen da hinten abzuschießen, dann würde ich es auch tun. Aber im Moment ist es Captain eigentlich lohnenswerter. Ach gut, ja, wenn man jetzt mal auf die Karte guckt, ist es sowieso wurscht. Die Hälfte des Teams brettert da gerade eh rein. Also was soll's. Winkel mal lieber anders an. So. Dürfte die Seitenpanzerung noch ein bisschen besser geschützt sein. Das Gute ist, bei Tiger und KV, wenn man die richtig anwinkelt, kriegt man so fast einen 45-Grad-Winkel hin. Und da erhöhen sich die Panzerungswerte der Front- und Seitenpanzerung, also die effektive Panzerung, auf, ich glaube, irgendwie 130 oder so, plus Winkel. Das heißt also, du prallst, beziehungsweise die Geschosse prallen irgendwie zu 30-40% bei dir ab. Und da, wenn sie dann durchkommen, müssen sie im Ernst 130 mm Penetrationsleistung haben. Ist der jetzt gerade verreckt? Ja. Der wird es nicht mehr schaffen da hinten. Der wird fleißig da unter Beschuss genommen. Ach, sind wir mal. Okay. Wir haben es fast geschafft. Ein Viertel noch, dann ist das Ding hier erobert.
Dauert aber auch ganz schön lange. Ich glaube, jetzt haben sie ihn. Wurde zerstört, jawohl. Das ist die Vegetation in diesem Spiel. Ah, 6000 Credits. Oder Silver Lines, das nehmen wir doch. Nee, 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 nee. Sagte er und wurde von hinten beschossen. Nein. Ah, doch. Ich wag's einfach mal. Ja, der steht immer noch da hinten. Schaffe ich das überhaupt noch? Ich glaube nicht. Es sind viel zu viele Kameraden da unterwegs. Ja, das war's. Okay. Muss ich doch mal schauen, wer ist denn bei mir im Chat hier? Keiner. Trotzdem habe ich angeblich einen Zuschauer. Das ist natürlich schade, dass der bei mir nicht im Chat ist. Der hätte mir jetzt nämlich sagen können, wow, das ist ein ganz schönes Stück. Ob das, was man da jetzt hören konnte, weil das ja doch dann schon ein bisschen lauter eingestellt ist jetzt im Moment, damit man den Motor richtig hört, sich mit meiner Mikrofonlautstärke deckt. Weil wenn es nachher zu laut ist, dann ist natürlich auch doof. Gucken wir mal. Ja, also jetzt habe ich 400.000. Ich weiß, glaube ich, nicht mehr genau. Also, wenn ich mich nicht irre, kostet die Ausbildung der Crew im Tiger 2 Henschel 380 oder so. Nochmal Dschungel. Okay. Und genau die gleiche Seite wieder. Es ist also gut möglich, dass ich das schon jetzt mehr oder weniger zusammen habe. Hä? Nee, okay, doch nicht. Aber ist egal, wenn ich da unten reinfahre, ist auch gut. Natürlich bin ich wieder da oben. Hätte ich denn nur erwarten können, dass das Spiel meine Wünsche versteht? Na gut, mit dem KV, da muss ich erst wieder warm werden, was die Gänge angeht. Der hat nur 4. Ich bin mehr gewöhnt. Außerdem wesentlich mehr Drehzahl. Die Deutschen haben ja Benziner und die Benziner haben einfach mehr Drehzahl, weil sie anders als die Diesel eine andere Momentenkurve haben. Und außerdem sind mehr Gänge sowieso besser aus meiner Sicht. Da kannst du dann besser damit arbeiten. Der hier zum Beispiel, der hat im ersten Gang 5 km/h, glaube ich. Im zweiten sind es dann 9. Im dritten schon 18 und dann 40. Da ist der Abstand zwischen ersten und zweiten eigentlich so gering, dass du den total vernachlässigen kannst. Das Einzige, wofür du den ersten Gang brauchst, ist, wenn du einen Berg hinaufklettern willst. Aber der muss schon echt steil sein. Normalerweise reicht da der zweite. Der zweite ist auch nur gut zum Drehen und der erste auch nur wirklich, wenn du einfach nur gerade stehst oder irgendwie auf schrägem Untergrund stehst, sodass du dich dann da kaum fortbewegen kannst. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das jetzt mit dem neuen Update ist. Da wird ja noch der Bodenwiderstand mit eingerechnet. Es kann nämlich dann durchaus sein, dass man im zweiten Gang nicht mehr so gut drehen kann wie jetzt.
Da hätten sie dann allerdings trotzdem noch ein, zwei Gänge mehr reinbauen können. Na, beschleunige ich? Ja. So, aber wie es aussieht, sieht es gut aus. Keiner von uns gestorben, vom Gegner doch schon ein bisschen. Es ist selten, dass ich mit den Deutschen wirklich mal ein bisschen gewinne hier. Die letzten Male, das waren mehr so Gefechte, die habe ich im unteren Tierbereich geführt. Da zu gewinnen, vor allem auf Kursk, wenn du ein Team hast, das größtenteils nur mit Stummelkanonen rumfährt, ist schon ein bisschen schwierig. Oh, der Panther wurde gerade zerpflückt. Wenn ich jetzt noch wüsste, von was? Winkel, Winkel ist gut. Hat sich wohl schon wieder verzogen da hinten. Na, der Tiger hat einfach wesentlich mehr Power. Das wäre mal ein echt beschissener Sieg. Hä? Warte mal, wo sind die Punkte? Bin ich blind? Ach, da. Ja. Wenn wir das jetzt gewinnen und ich habe noch nicht mal einmal geschossen, geschweige denn den Gegner gesehen, wäre ja behindert. Ich glaube, dann... Naja gut, wenn ich nicht beschädigt werde oder nicht schieße, dann verliere ich auch keine Credits. Ach, da. Hinter den Bäumen hat er sich versteckt. Wie gesagt, hier muss man sehr deutlich auf die Karte achten. Ansonsten kriegst du diese Dinger nicht mit. Und solange du dich an die, auf die Karte verlassen kannst, weil sie die noch mit den Markierungen da hier drin haben, nicht so wie in diesem Hardcore-Dingens da, muss man das auch immer schön tun. Der Gegner dürfte im Grunde genommen schon besiegt sein. Jetzt mache ich hier natürlich was ganz Dummes. Hier rumzufahren, während der Spawn im Rücken ist, ist, naja, semi-gut. So, hier ist jetzt zum Glück ein Hügel. Das heißt, wenn ich dahinter bin, dann dürfte mich da auch keiner mehr erwischen. Da stehen noch Feindpanzer. Oder sind das unsere? Das ist ein Russe. Es lebt überhaupt noch? Nee. Ich sehe da zwar welche auf der Karte, aber tatsächlich nicht auf der Straße hier. Wobei es jetzt auch egal ist, ich fahre jetzt einfach in den Cap rein und hoffe mal, dass ich da noch ein paar Punkte kriege. Die sind wahrscheinlich oben gespawnt und wollten irgendwie dann an den Strand. Soll ja angeblich einer hinter den Felsen hier stehen.
Sehen tue ich natürlich nichts. Ah. Nehmen wir den. Warte schon wieder. Tja, gut, was soll man da noch kommentieren? Es passiert nicht viel, wirklich viel. Ich versuche jetzt hier vorne. Das war's schon, ne. Ich wollte noch nach übrig gebliebenen feindlichen Fahrzeugen gucken, aber da war jetzt noch nichts. Hätten wir das auch wieder geschafft. Dann kann ich ja nochmal gucken, wie es jetzt ausschaut mit der Dingens hier. Ausbildung. Ach mein Gott, ey. Okay, was haben wir denn hier auf dem 11. gekriegt? Ja, 11.000 und 3.000 Forschungspunkte. Was habe ich eigentlich an Punkten gemacht? 680. Naja. Gut, einmal den Henschel bitte. Und dann hätte ich ganz gerne die Mannschaft. Qualifikation. 360, jetzt haben wir das. Das sind halt nur übrig. Ja, das muss eigentlich okay sein. Qualifikation auf Experte anheben. So, das reicht noch zum Reparieren da oben. Und jetzt muss ich mal ganz kurz... Ich habe ja hier noch ein paar Punkte gemacht. Was nehmen wir denn? Zielfindung ist schon geasst. Da kann ich auch keine Punkte mehr reinsetzen, beziehungsweise es lohnt sich nicht. Vitalität... ja. Ladeschütze. Was macht der Ladeschütze eigentlich, wenn der Kommandant tot ist? Ersetzt er den Kommandanten? Ich habe nämlich nie das Gefühl gehabt, dass wenn irgendwie der Ladeschütze tot ist oder der Kommandant oder so, ich irgendwie schlechter gucken kann. Obwohl der Ladeschütze ganz, ganz wenig hat, aber ich denke mal, dass der Richtschütze das dann übernimmt. Aber der hat auch nicht so viel wie der Kommandant. Trotzdem können sie, auch wenn mein Kommandant tot ist, alle sehr weit gucken, wenn ich in Kommandantenansicht bin. Na hier, den Funker kannst du klinken. Den braucht keiner. Ja gut, Feldreparatur könnte ich machen, aber das ist schon wieder sehr teuer hier. Und die sind alle schon relativ hoch. Echt schwierig. Weiß ich nicht, was ich darin setzen soll. Ich glaube, erstmal gar nichts. So, jetzt mache ich mal kurz eine Testfahrt. Ich will mal schauen. Der müsste ja jetzt ein bisschen besser fahren. Ich werde mich mal auch hier vorne mal einklinken in meinen eigenen Stream. Mal sehen, ob es ruckelt. Boah, ist der Turm schnell. Ja. Rückwärts geht's nicht ganz so schnell. Ja, am vierten überhaupt nicht. Also rückwärts im dritten drehen, vorwärts im vierten, notfalls im dritten. Anfahren geht ganz locker.
Macht sich schon ein bisschen besser als sonst. So, jetzt. Okay. Ich muss mal ganz fix hier was schauen. Es wird mir gerade gesagt, die Qualität sei nicht so in Ordnung. Ich werde mal ganz kurz den Stream wieder zumachen. Ich bin sofort wieder da. Ich muss mir nur mal eben ansehen, was da jetzt verkehrt ist. Gut. So, da wären wir wieder. Das scheint alles in Ordnung zu sein. Es ist irgendwie mal wieder so eine Rumspinnerei. Früher hat er mir auch immer gesagt, direkt am Anfang, ich würde Frames droppen. Was allerdings nicht sein kann, weil die, ich sag mal, die Bandbreite und die Ausnutzung eigentlich immer in Ordnung war. Gut. So, den wollte ich acen. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Es wird noch ewig dauern, bis ich hier vorankomme. Ich wollte zwischendurch auch nochmal den Ferdinand ein bisschen ausprobieren. Aber den kann ich erst ausprobieren, wenn ich, naja, den Jagdpanther fertig habe. Und dann brauche ich immer noch diesen Kugelblitz und das Ding, um hier unten irgendwas zu testen. Also, der interessiert mich ja sehr stark. Hier sollen ja die 900 PS ordentlich Leistung dazu geben, auch wenn die Kanone und das Fahrzeug jetzt generell dann dem Battle Rating mehr so mau ist, wie man mir sagt. Weil die Nachladerate von 20 Sekunden, jetzt ohne irgendwelche Gedönse, jetzt wie die Kuh und so weiter, einfach dem Schaden nicht entsprechen soll. Mal ganz davon abgesehen, dass es sehr schwierig sein soll, gegnerische Panzer auf dem gleichen Battle Rating zu durchschlagen, während sie dich doch relativ einfach durchschlagen können. Weil das halt ein veraltetes Modell hier ist. Wie kann ich denn eigentlich 10,6? Aber ich habe doch. Ach so. Ach, okay, das ist, weil die da schon drinne sitzen. Das wären hier wahrscheinlich irgendwie 18 Sekunden oder so. Also knapp 2,4 Sekunden weniger Nachladezeit habe ich jetzt hier mit dem hier. Warte mal, wenn ich jetzt mal den P nehme, B nehme. Nee, doch, P war richtig. Aber es sind auch 10,6. Es hängt also nicht mit dem Turm zusammen. Jetzt sind es wieder 13 da unten, ja. Das ist tatsächlich meine Crew, die das schafft. Gut zu wissen. So. Ich werde mal noch ein bisschen weiterfahren mit dem KV. Vielleicht nehme ich dann danach noch mal ein bisschen hier den 3N. Er ist noch mal ganz lustig. Nur das Problem ist halt, die Wumme ist jetzt nicht so der Renner. Das heißt also, da könnte man Schwierigkeiten kriegen. Hat jetzt allerdings auch nicht gerade furchterregend ausgesehen, wie ich den IS zum Beispiel da gerade zerlegt habe. Weil es mich doch schon ein paar Schüsse gekostet hat, aber. Also die ersten beiden, glaube ich, die sollten einfach nur vorne reingehen und ihm da ein bisschen zeigen: hier, guck mal, ich mache Schaden bei dir. Der dritte war ja dann in seinen Motor, um ihn zum Brennen zu bringen. Mal zu gucken, ja, vielleicht hat er ja keinen Feuerlöscher dabei oder so, dann brennt er ja eh aus. Bei einer Feuerrate von 6 Sekunden, also alle 6 Sekunden geht so ein Ding raus, kann man das schon mal machen. Danach habe ich ihn, glaube ich, beim vierten nicht penetriert und beim fünften in den Turm habe ich ihn ja dann ausgeschaltet. Das war dann okay. Aber ich habe mit der 75 mm oder 7,5 cm noch nicht allzu viel Erfahrung, was schwere Panzer angeht. Oder anders gesagt, wenn ich den Panzer 3 fahre, fahre ich ihn ja mit Heatgeschossen. Da muss man immer schön auf so Stellen schießen, wie da, wo jetzt die Besatzung sitzt oder da, wo kritische Module sind. Bei der 75 mm kannst du ja auf diese Distanz, die du normalerweise da hast, nicht so gut zielen. Und wenn du doch nahe dran bist, dann machst du im Grunde genommen das Gleiche, aber das Schadenspotenzial kenne ich noch nicht allzu gut. Es ist auch, scheint sehr zufällig zu sein, ob da nur da viele Splitter kommen oder wenig Splitter oder überhaupt keine Splitter. Manchmal habe ich sogar mit der APCA Splitter, also mit der Hartkernmunition, und manchmal nicht. Manchmal mit der Heat genauso viel wie mit der normalen Standard, also mit der Granate 39. Und dann auch wieder nicht, und das habe ich noch nicht so ganz raus, woran es jetzt eigentlich liegt. Bei der Heat habe ich nur so rausgefunden, je schräger die Panzerung beim Durchdringen, desto mehr Splitter entstehen.
Kann ich mein. Nein, kann ich nicht. Ach, das sieht wieder aus wie dieses, wer ist am schnellsten da, kippt am ersten. Als erstes. Am ersten. Na, mal gucken. Ja, der hat die APCA auf 1000 Meter immer noch mehr als die AP. Ja, doch, das ist der normale Kampfmodus. Nur die haben die Caps irgendwie versetzt. Das ist eine kleine Runde. Na gut, also ich versuche erstmal ein bisschen unseren Stützpunkt da zu beschützen. Der Gegner wird dann höchstwahrscheinlich da über die Straße kommen wollen und ich versuche mal eine Position zu finden, mit der ich die Straße relativ gut abdecken kann. Aber der erste wurde schon zerstört, warum auch immer. Der hat sich gerade selbst vernichtet, aber das ist doch ein Amerikaner. Warum sollte der sich selbst vernichten? Er hat doch im Moment den Damage-Modul-Vorteil. Wahrscheinlich hat er einfach keinen Bock auf die Map. Wenn er nämlich... Warte mal, das war doch... Das kann gut sein, wenn er die 105 mm Stummelkanone hat und die 500 Meter pro Sekunde da Mündungsgeschwindigkeit, dann ist das hier jetzt nicht gerade die optimale Map für den. Ah, oh, Feinde. Ja, doch was. Karte sagt mir, da sind ganz, ganz viele Feinde, aber ah, da, ein KV. War der drüber? War der daneben? Ich sehe nichts. Ah, okay, da war drüber. Nichts zu machen. Aber jetzt guckt er zu mir, ne? Au, oh, das war die Seite. Wollen wir mich doch mal nicht flankieren hier. Ach du Scheiße. Da hinten, also ganz hinten am Horizont ist ja auch noch einer. Winkeln. Wo ist der Typ? Ah. Nee, da seht fast nichts. Ich hab dich. Ich sehe auch nur noch seine Antenne. Ich sollte jetzt hier allerdings trotzdem nicht stehen, weil von da auch noch einer kommt. Der kann mir dann nämlich locker an die Seite schießen. Also wenn mir jetzt hier keiner von unseren Leuten hilft, dann ist der Cap gleich im Arsch. Dann sehe ich ihn überhaupt nicht mehr. Sehe ich nur noch, dass da hinten irgendwo ganz weit am Horizont... Einer Sch. Na, so ein Zufall. Nein, nicht bewegen, du. Ja, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Brav, brav, brav. Nicht so brav, nicht so brav. Verdammt. Jetzt entscheide dich mal. Fahren oder nicht fahren? Jetzt habe ich zu weit vorgezählt. Ah, shit. Ah, da ist die Stummelkanone gewesen. Oh Gott. Kickt euch an, wie lahm der Schuss ist. Ich bin immer noch zu hoch. Jetzt. Sehr schön.
Abschusshilfe. Okay, das war's. Na gut, jetzt ist natürlich die SU oder was da hinten ist, entkommen. Ne, sehe ich nicht mehr. Ist nur noch mein Kommandant, der die sieht. Also ich versuche es jetzt mal so, dass ich hier vorne den Hügel zwischen mir und diesem Panzerjäger lasse. Und dann trotzdem noch den Cap angucken kann, sodass ich versuche, den Sherman, der sich da in die Ecke eingegraben hat, rauszuholen. Zu langsam. Ja, ich habe da einen Schuss gerade gesehen. Aber müsste eigentlich reichen. Müssen nur schauen, der Sherman, der saß da relativ günstig. Wo ist er jetzt hin? Er ist doch immer noch in diesem Graben. Ja, der sitzt so tief, den sehe ich nicht. Kümmere ich mich mal lieber um die SU. Da. Der schießt schon mal nicht mehr. Das war die Space Armor. Wobei nicht Space Armor. Jo, der schießt nicht mehr. Sondern die Kettenglieder, die extra Panzerung. Egal, den schaffe ich jetzt im Nahkampf. Wo bist du hin? Jetzt ist er dann natürlich kaputt gegangen. Scheiße. Hier ganz umsonst hergefahren. Aber ist auch nicht schlimm. Jetzt habe ich hier eine schöne lange Gerade. Die sollte ich jetzt mal benutzen, um zum Feind zu kommen. Da bin ich, glaube ich, aber auch schon wieder zu spät. Ich habe jetzt hier 3 Abschusshilfen und nur so ein paar verkrüppelte Punkte. Da muss ich jetzt echt fix sein, wenn ich noch ein paar Punkte fürs Captain wähle. Voraussetzung ist, dass irgendwo noch ein Feindpanzer unterwegs ist. Bin ich etwas schneller als der Panzer 4? Kann doch wohl nicht wahr sein.
Noch einer wurde zerstört. Ich glaube, jetzt dürfte es dann vorbei sein. Mit dem Sturmgeschütz C. Ist es das mit der 75? Also mit der langen oder mit der kurzen? Gibt ja noch die mittellange. Quasi die, die ich jetzt habe. Ist der. Achso, der fährt schon wieder weg. Aus dem Weg, Baum. Entscheide dich. Wie habe ich ihn denn jetzt zum Rennen gebracht? Ich habe da seinen Turm getroffen. Naja, gut. Ich beschwere mich nicht. Kill is kill. Na gut. War ja noch okay, die Runde hier. Platz 7, wieder 15.000 Credits. Silverlines. Ich bleib einfach bei Credits. Scheiß drauf. Entscheidender Schlag und Recher. Mehr habe ich nicht geschafft. Aber 3.000 Erfahrungspunkte. Forschungspunkte wieder. Nehmen wir doch gerne an. So, wie viel fehlen denn jetzt eigentlich hier? Gutes. Naja. Quatsch. 7,6. Also der KV, der ist doch wirklich solide, sage ich jetzt mal. Man kann mit ihm besser zurechtkommen als mit dem Tiger. Der Tiger hat natürlich den Vorteil, dass er dann schneller fährt. Der hat die bessere Bewaffnung und er ist wesentlich mobiler. Schießt dafür aber ja nicht ganz halb so langsam, so, also halb so schnell. Hier sind es bei mir knapp 11 Sekunden, hier sind es bei mir knapp 6 Sekunden. Aber der Unterschied zwischen 8,8 und 75 ist doch schon zu merken. Andererseits natürlich, du hast mit dem KV Hardkernmunition, das heißt, damit kannst du auch nochmal auf Distanz eventuell ein bisschen besser zielen. Hast du nur das Problem, dass da die Abprallwahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Außerdem hast du beim Tiger das Problem, dass du ein höheres Battle Rating hast. Wir können uns aber freuen, wenn dann irgendwann mal die Ausführung E hier drin ist. Die hat dann nämlich auch Hardkernmunition, 50 PS mehr, bisschen Panzerung. Und angeblich irgendwas, um den Turmkranz zu schützen, so einen komischen, wie heißt die Dinger, Kragen oder so. Weiß ich nicht, was das bringen soll, weil bei mir ist der Turmkranz so gut wie nie kaputt. Was kaputt ist, ist entweder der ganze Panzer, wenn sie mir durch die Kanonenblende schießen, oder der Geschützverschluss. Aber der Drehkranz, der hat da nie wirklich irgendwie drunter gelitten. Ja, ist eben War Thunder und nicht das Reale hier. Gerne hier nochmal probieren, würde ich irgendwann mal den Befehlswagen, wenn er nicht so schweineteuer wäre. Im Simulator ist er nämlich auch relativ langsam. Der hat zwar einen lustigen Rückwärtsgang, ich bin mir aber nicht sicher, ob der wirklich so viel bringt. Also, das, was ich normalerweise immer so gesehen habe, die sagen immer alle, der ist sehr langsam und die Frontpanzerung schützt ihn nicht. Da können wir mal angucken hier. Nicht so gut, weil erstens der Turm immer noch Tiger-Niveau ist, also Tiger-Henschel und nicht Porsche. Und diese Seiten hier vorne, die sind halt, naja, so eine Art Schwachpunkt. Das ist zwar hier trotzdem so, ja, gut, 150 hier hinten an der letzten Ecke bis 140 ungefähr Millimeter, aber es ist trotzdem nicht sehr viel. Sobald du hier ein bisschen schräger stehst, wird das hier ausgeflacht. Und das ist nicht gut, wenn du jetzt nämlich zum Beispiel um die Ecke fahren willst. Da schießen die dir einfach da rein. Das ist natürlich den geringen Vorteil, dass du hier so ein bisschen Winkel drin hast. Wie viel sind das? Da könnten schon 45 sein, ne? Ja, knapp. Mehr oder weniger. Und ansonsten, der einzige Vorteil ist wirklich, hat diese dicke Frontpanzerung. Und die funktioniert auf Distanz wahrscheinlich ganz gut. Außerdem hat er die Hardkern-Munition für die 8,8er hier. Aber das Battle Rating ist für seine Geschwindigkeit einfach nicht so ganz praktisch. Ich warte einfach mal noch mit der Ausführung E. So, dann würde ich sagen, ich mach mal noch eine Runde mit dem 3N und dann schaue ich mal, dass ich rüber zu 7 Days to Die wechsle.
Natürlich, Polen. Letzte Mal, dass ich nicht auf so einer Riesen-Map mit dem Dreier war, das ist, glaube ich, auch schon wieder einen Monat her. Was soll's? Ich versuch's trotzdem da unten. In der Stadt habe ich noch nicht allzu viel Erfahrung mit dem Fahrzeug. Und ich werde erst mal schauen, was wir so an Gegnern haben. Und dann gucke ich mal in die Stadt. Es ist ja, wenn der Gegner statisch ist, kann man mit der Stummelkanone hier auch ganz gut treffen. Man muss sich halt nur ein bisschen hochzielen. Wenn man so auf 1200 Meter was irgendwas trifft, dann geht das. Aber grundlegend sollte man es natürlich nicht tun. Ich werde es jetzt hier trotzdem machen. Einfach nur for the lols. Die stehen immer noch an der Basis. Was machen die da? Nur noch kein Fahrzeug hier. Okay, das sind alle da drüben. Eine SU, oder was ist das hier in dem Tierbereich? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist auf der gegenüberliegenden Flussseite, aber ich sehe gerade überhaupt nichts. Da steht er ja. Okay, jetzt ist er da reingefahren. Jetzt sehe ich ihn natürlich wieder nicht mehr. Viel zu lahm. Immer noch zu lahm. Er wird doch immer schneller, das ist, macht's nicht einfacher. Und kommt dicht daran. Einfach mal auf gut Glück. Nee, viel zu hoch. Ja gut, jetzt müssen wir warten. Der wird jetzt wahrscheinlich da unten dann rauskommen. Nicht doch vorfahren, Junge. Fühlt sich mit der 5 cm tatsächlich mit so einem. Ich weiß gar nicht. Haben die nicht hier den 122 mm Prügel? Ich fahre da nicht lang. Nicht, wenn ich weiß, dass da einer auf mich wartet. Und vor allem nicht mit dem Panzer hier. Okay, er schießt, aber ich weiß nicht, wie gesagt, wo dieser andere Typ da hinten steht. Ist er ja, das ist die 122 mm. Die fette Mumpel. Der Medium da drüben. Ich sehe ihn nur nicht. Er steckt wahrscheinlich gerade nur so ein bisschen seinen Kopf raus. Beziehungsweise den Turm. Aber finden tue ich nichts. Bin erstaunt, dass der Panzer 3 immer noch da unten steht und schießt.
Sachen zu knicken. Ich finde nichts. Das ist der Vorteil von denen auf der Seite da. Die können sich echt gut verstecken. Oh. Da ist ein schwerer Panzer. Fast vor mir. Übernehme ich doch lieber erstmal wieder die Stadt. Es war schön und gut mit der Munkel hier, wie beim letzten Mal auf Polen, auf 1200 Meter aber zu treffen. Aber ich glaube, ich bin in der Stadt besser aufgehoben. Oh Gott, falls ich da bald hinkomme. Stopp. Bremsen. Okay. Da steht doch einer. Danke, das weiß ich. Sehr schön. Ich treffe sie zwar, aber ich mache null Schaden. Der Winkel ist einfach zu scheiße. Da lobe ich mir doch die Amerikaner mit ihrer schrägen Frontpanzerung. Bei dem Projektilwinkel triffst du dann mich trotzdem. Nein. Ach, hör mal auf da. Jetzt muss natürlich in dem Moment der KV hier vorne, oder was das ist, seinen Kopf rausstecken. Wo ist er hin? Gerade eben war er da noch. Da ist er wieder. So, die Artillerie, die lockt ihn jetzt hoffentlich da raus, aus der Ecke. Alter, die ganzen Russen stehen da hinten. Hinterm See. Jetzt ist hier unten auch keiner mehr. Das heißt, ich bin, glaube ich, der Letzte, der hier verteidigt. Boah, nee. Das ist viel zu offen hier, das Gelände. Und jetzt kommt der KV. Komm nicht durch! Der Gunner ist egal. Scheiße, zwei von denen. Und da hinten auch noch einer. Jetzt wird's knapp. Hilfe! You don't say. Nicht sagen, der Durchschlag. Jetzt kommen sie gleich von hinten. Fuck. Weg mit der Dreck. Jetzt kann ich aber auch nicht über den Hügel fahren, weil sie da trotzdem von der anderen Seite da unten immer noch stehen. Ich bin total, ja, overrun. Overrun, was ist das denn für ein Wort? Jetzt kommen noch die Mets um die Ecke. Nee. Kanonenrichtwinkel gibt ja nicht einfach nicht.
Muss nur warten, bis rechts von mir ein Kaffer auftaucht. Oder vor mir, ist auch okay. Die 100 mm packen es einfach nicht. Geht's nicht. Der zeigt mir nur seine unwichtige Crew, da kann ich nicht viel tun. Nee. Das mit dem One-Shot durch die Fahrerluke geht nicht mehr. Verdammt. Die stehen aber auch alle nur da hinten in der Basis. Was machen die denn da? Was haben die überhaupt für Fahrzeuge? Okay, gut. Los, in die Schlacht. So. Na gut, jetzt weiß ich aber, wo der Feind ist. Ist aber kein Problem. Also es ist kein Problem, dass er trotzdem da die T-34 hat. Das geht alles. So, jetzt halt nur gerade ungünstig. Ich bin da nicht mehr weggekommen und ich habe den Winkel nicht mehr verbessern können. Beziehungsweise die Position, die er mir gezeigt hat, die hat er halt nur unwichtige Crewmitglieder und ich bin nicht durch seine Turmpanzerung gekommen mit dem Geschoss hier. Gut, ich sehe sie, aber die Bäume sind nicht ich. Wenn ich da vorne vorfahre zu dieser Baumreihe, würde ich es vielleicht noch schaffen können. Da ist so ein kleiner Hügel. Kriege ich sie vielleicht noch unter Beschuss. Ja, das ist der KV, das ist einfach eine harte Nuss hier. Und wenn ich nicht allzu, wie sagt man, überrannt werde, überrannt geworden wäre, was? Ihr wisst schon, wenn nicht allzu viele davon denen da gewesen wären, hätte ich auch eine bessere Chance gehabt. So, Winkel ist in Ordnung. Sie sind nur noch finden. Ja. Was schießt denn hier noch? Wo ist er hin? Ich glaube, der KV ballert noch auf mich. Wo der T-34 ist? Okay, jetzt ist die Kette runter. Ich sehe ihn halt nicht. Aber ich denke, er hat mich auch nicht wirklich gesehen. Ja, danke. Oh! Der ist durchgegangen. So, jetzt ein KV. Ja. Ne, ist nur ein Busch. Jetzt. Hört doch mal auf, mir die Ketten runterzuschießen. Ne, das ist zu weit weg. Der ist da irgendwie im Busch. Ich sehe sein Mündungsfeuer leider nicht. Ketten sind wieder drauf.
Haben die Motor, die Sounddesigner eigentlich mit dem Motor vom Panzer 3 hier gemacht? Hört sich an wie ein Elektromotor. Das kann ich knicken. Ich bin der Letzte. Naja, der wird jetzt wissen, wo ich bin. Wenn ich ihn sehe, wird er mich wahrscheinlich auch sehen. Gut, gehen wir kämpfend unter. Mal gucken, was ich noch hinkriege. Wenn er doch nicht so viel wackeln würde beim Anhalten. Aber es ist jetzt auch wurscht. Stehen sie hier vorne und warten nur darauf, dass ich hoch rumkomme? Nee, da kommt er schon. Scheiße! Das war der Richtschütze. Jetzt kann ich natürlich auch nicht mehr nachladen. Los, nachladen. Scheiße, jetzt dreht er sich wieder raus. Komm, 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 komm. Shit! Besatzung ausgeschaltet. Naja, okay. Ich hatte nur noch zwei Krumme, Mann. Dafür haben die echt gut gespielt. Ach, na gut. Gut geschlagen. Mehr geht nicht. Was? Nice. Dafür, dass ich nur einen Kill habe. Okay. Brauche ich mich nicht schämen für. Was kannst du machen mit der Kanone? Das Teil ist halt nicht dazu da, um großartig Dinge zu gewinnen. Aber da sieht man auch die Munitionskosten beim Verlieren. Aber trotzdem noch Plus gemacht, ne? Wir haben verloren. Und wenn ich früher rausgeflogen wäre, hätte ich nicht so viel Kosten für die Munition gehabt. Und wenn ich ein bisschen was kaputt gekriegt hätte, hätte ich doch ein bisschen mehr Geld gemacht. Jo, Trausig, schönen guten Tag. Kommst genau richtig, denn jetzt an der Stelle werde ich rüber wechseln zu 7 Days to Die. Das heißt, es gibt eine kleine Pause. Damit ich mir mein Zeug hier zusammensammeln kann. Und dann sehen wir uns direkt drüben wieder.